Dann mal weiter mit Teil 3. Ja, Shikarim. Dudu. Ah, scheiße. Bei. Ja, nicht gleich hauen hier. Sucherbot wartet an der Bank. Voll. Ich hab diesen kaputt. Upsi. Oh, ihr habt noch Zigarettebot. Und ich hab den Sucher in der Hand. Aha. Escape. Ach, scheiße. Okay, bist du bereit? Fertig? Ja. Ja. Noch was? Er wieder. Boah. Und ist er. Alles klar, ey. Du musst sie ablenken, ich mach das hier. Ja, ja, Musst du die Viecher noch, das Vieh noch. Ja, das, ja, genau, das. Das Vieh musst du die Laser rein. Ja, genau. Echt mal schnell. Ah. Ah. Und mal wieder ein Erfolg. Oh Gott. Oh. Uiuiui. Ui, ui. Was ist denn? Oh. Schön, wir Sachen zum Aufheben. Okay, ich glaube, wir haben alles geplündert. Oh, hier liegt noch was. Aber jetzt komme ich. Nein, hier liegt noch was. Komm ich. Ja, Munition lag da. Ja, ich weiß. Es hört sich nicht gut an. Bin will ich, oder? Oh, jetzt bin ich auf deiner Seite, oder was? Was denn? Ich komme mal rüber zu dir. Ja, ich gehe wieder auf meine Seite. Okay. Puh, warst du schon oben? Bin schon oben. Oh. Siehst du, sag ich doch, wenn eine Filmsequenz kommt, muss nur einer hoch. Es ist gut. Du bist ein guter Mensch, Isaac. Du hast getan, was du konntest. Ach, jetzt auf einmal. Ich habe aufgegeben, Ellie. Es tut mir so leid. Hier muss es sein. Schlabber, schlabber, schlabber! Nee, doch nicht. Oh. Hab ich euch unterbrochen? Wir sollten nach einem Büro suchen. Nach Akten. Du wieder. Irgendwas mit ihrem Namen darauf. Damit kommen wir zum Eingang. Die ist auch so typisch Frau, ne? Total nervig. Ja, und immer Kommandos geben und das letzte Wort haben. Ja. Rosetta.
Oh. Pass auf. Verdammt, mein Inventar ist voll. Da liegt eine, oh, eine Dingens. Wieso gehst du rauf? Scheiße. Alles in Ordnung? Warum kommt ja, sie da rauf, okay, und wir nicht? Hm. Kaum benutze ich die Leiter, bricht sie ab. So fett bin ich nur auch wieder nicht. Ja, wird mir trotzdem zu denken geben, ne? Wieso überleben die eigentlich alles im Alleingang ohne Waffe und wir kriegen immer 3 Millionen Viecher hier? Ja, und irgendwie glaube ich, war die Filmsequenz ein Ticken zu kurz, oder? Kann das sein? Wieso? Naja, man hat nicht gesehen, wie sie hochgegangen ist. Ja und? Okay, wir müssen da lang, also gehen wir erstmal hier lang. Irgendwas töten. Moment mal. Oh! Ich bin da lang gegangen, wo wir lang müssen. Ich hab doch gesagt, erstmal die andere Richtung. Ich dachte, wir müssen hier lang. Da nicht lang. Ach, halt die Schnauze. So, jetzt gucken wir da auch hier lang. Das Eck habe ich noch nicht geguckt. Ah, oh, okay, da gibt's auch nichts. Naja, hat sich nicht wirklich gelohnt. Doch, ein Medikit. Wow. Ja, habe ich nicht zufällig schon genug davon. Oh, grünes Licht. Aha. Monster mit einer Taschenlampe auf dem Kopf, was aus, sofort wieder verschwindet. Nee, ich glaube, da müssen wir später vielleicht mal hin. Oh ja, ich kenne den Ort. Okay. Wir kommen hier später nochmal zurück. Okay. Oh, hi. Du kleben die mir immer am Fuß, ey. Was soll denn das? Einfach. Wie Inventar schon wieder voll. Ja, meins nicht. So. Ach, wieder so ein super schneller Aufzug. Nee, nicht mal. Okay. Oh, 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 jetzt kommen wir. Ach, Dennix, Leute, wieder. Achtung, sieht aus, als hätte Dennix Zeit zum Sammeln gehabt. Meine ich. Sollen wir Rosetta finden, wenn sie seit 200 Jahren tot ist? Moment. Hey, pass mal auf, was hier jetzt gleich im Eck kommt. Es ist hier. Perfekt. Schick mir die Koordinaten. Und hoffen wir, dass wir diesen Kodex bauen können, bevor Danik uns findet. Hm. Dann kommt es halt auf den Rückweg. Ach, du magst wieder in Eingeweiden rumfummeln? Was? Wie? Ich? Nein, ich kann das gar nicht. Wieso tust du es dann? Ja, man sieht's. Was machst du denn da? Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert. Schaut er aus wie ein Metzger im OP-Saal. Ja, ich hab's geschafft. Endlich. War gar nicht so einfach. Braucht aber auch immer länger, die Türen. Kann es sein? Ja. Ah. So geht das. Oh, 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 danke. Oh, fuck, hinter uns. Ah, oh, haben wir nicht. Ah, da wird gerade wieder drin. Oh, Gott, 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 Gott.
nachladen. Oh Gott. Ah, ich liebe die Schrotflinte. Oh. Der hält aber gut was aus, hey. Oh, Materialien. Sehr schön. Noch mehr. Interessant. Oh, schon wieder Munition hier. Unmöglich. Eieiei. So, dann tun wir doch hier mal ein bisschen verkaufen. Und gucken mal, was wir am Anzug verbessern können noch. Jeder war gerade was. Legionärsanzug? Wie schaut denn der aus? Wenn wir verkaufen, was bringt verkaufen denn? Plus 20? Plus 20 was? Mit verkaufen wandelst du das sozusagen in Materialien, in Ressourcen um. Nee, das machst du mit auseinandernehmen. Nein, bei diesen einzelnen Teilen, also Medipacks und so weiter, wenn du das sagst verkaufen, kriegst du bei Medipacks zum Beispiel dieses somatische Gel. Ja, ich hab's gesehen. Nein, mir fehlen noch... Verdammt, fast 300 Halbleiter. Was soll denn der Scheiß? Okay, Stasi habe ich zumindest bei der... Warte mal. Bei der Dauer auf Maximum. Ja, für alles weitere fehlt mir Energiewandler. Und für die Panzerung fehlen mir, ja genau, die Halbleiter, super. Aber ich glaube, ich wechsle mal wieder den Anzug. Fertig. Na, warte doch mal. So, okay, in die Richtung müssen wir. Oh, oh, da liegt was. Hier dauert es doch gerade eine Weile. Noch schade.
So, nachdem Foxy mal wieder ewig an der Bank gebraucht hat. Halt die Schnauze. Ey! Hast du das gehört? Das hört sich ziemlich geil an. Ich glaube, das ist die gleiche wie ich habe, nur dass meine cooler ausschaut. Schnauze. Ja, ich glaube auch. Ne, unten ist rot und oben MG drauf. Ja. Ja, ich auch. Das ist immer schön. Aber ich habe halt noch den Granatwerfer und das normale Ding mit, ne? Nein, den habe ich zum Beispiel jetzt nicht. Sturmgewehr und darunter Granatwerfer. Mein Scharfschutzgewehr habe ich ja eben weggelegt. Dekontamination wird angeleitet. Bitte stillhalten. Das ging jetzt aber schnell. Das ist also Rosettas Labor. Rosetta! Ach, endlich! Halt die Schnauze. Und das ist die Montagestation. Laut der Steuerung. Wir sollen Codex zusammensetzen. Klingt logisch. Nein. Laut Aufzeichnungen sind wir hier, um Rosetta zusammenzusetzen. Die haben sie in Stücke geschnitten? Oh, oh mein Gott. Was für ein Scheißteil. Wir haben sie zerschnitten. Warum? Keine Ahnung. Aber es sind schon ein paar Stücke in der Montageeinheit. Ich glaube, da vorne ist noch eins. Ja, ne. Ah, da drüben. Wieso siehst du es und ich nicht? Ja, nicht einen Teil, sondern hier so, die, Koop-Minigame. Oder was auch immer uns da erwartet. Nee, 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 du musst auf die andere Seite da, dieser. Okay. Reinstecken und dann schiebt sie das da rein. Aha. Super. Okay, mal sehen, ob ich das zur Montagestation schicken kann. Moment. Müssen wir später sortieren. Laut Unterlagen gibt es noch vier weitere Stücke. Diese wurden von Dr. Serrano aus der Liste ausgetragen. Die Einrichtung hat drei Gebäude. Wenn es noch weitere Stücke gibt, sind sie in einem davon. Oder in einem. Wie ich es mitbekommen habe, waren die meisten Türen versperrt. Tja, dann ist heute dein Glückstag. Sieh mal, was ich gefunden habe. Ein Sicherheitspass. Willst du es probieren? Warum nicht? Wenn ich Rosetta nicht zusammenbauen will? Ach, da hat sie denn. Okay. Super, danke. Finde alles. Warum kann sie eigentlich eine kaputte Treppe hochgehen und wir nicht? Rosetta einen Codex herstellt. Tja. Das ist leider eine Frage, die nie beantwortet wird. Offensichtlich hat diese Einrichtung drei Hauptgebäude. Das, in dem wir jetzt sind, ist Biologie. Dann gibt's noch eins für Paläontologie und eins für geologische Studien. Welches soll ich mir zuerst ansehen? Egal. Sei nur vorsichtig. Warum? Meinst du, da draußen könnte mich was fressen wollen? Das ist nicht witzig. Ich weiß. Isaac, Ende. Irgendwie ist es doch witzig. Oh, angepackte Leichen.
Weißt du, was mir gestern aufgefallen ist, als ich das Video gesehen habe? Hm? Ich mach die ganze Zeit. Wer, du? Ja, ich. Aha. Das kotzt mich ja selber an. Wie, der sagt, wir sollen erst woanders hingehen. Nee, das ist mir jetzt egal, wir suchen jetzt hier ein bisschen. Sie hat ja gesagt, das ist egal, wo wir zuerst hingehen. Das hört sich aber hier alles nicht wirklich vertrauenserweckend an. Ah, hier wird uns bestimmt gleich was töten. Ah, da ist doch schon was. Wie? Oh, versteckt sich schon wieder. Wie, und jetzt doch nicht. Boah. Da ist noch irgendwo eins. Okay. Wir könnten jetzt da lang. Oder wir könnten darauf gehen. Ja. Was wollen wir? Gehen wir erstmal ins Gebäude, das ist vielleicht wieder warm. Was ist denn hier hinten überhaupt? Oh, da kommen wir, kommen wir eh nicht rein. Ah, gut. Ja, dann hat es sich erledigt. Ah ja, und normale Menschen verwenden ja Füllwörter wie und ja. Und du immer nur halt die Schnauze. Das erinnert mich irgendwie an Ernie und Bert. Wer macht das? Ja, ja, genau. Ja, Eisblöcke schaut doch schon mal ganz gut aus mit eingefrorenen Monstern oder so. Das ist doch schön. Hopp. Hinter dir, hinter dir. Verdammt, hinter mir auf. Ja. Also, wir werden hier auf einmal so spielen. Warum sind das auf einmal so viele? Eben hatten die doch voll Angst vor uns, weißt du noch? Ja. So. Okay, ich glaube, hier haben wir alles. Fortschritt wird gespeichert. Hallo, ich weiß, Sie sind da draußen und kriechen irgendwo rum. Sie halten mich wahrscheinlich für einen übereifrigen Kreuzritter, der stumpf den Launen eines zornigen Gottes folgt. Die Schlussfolgerung liegt nahe und ich verteufle Sie dafür nicht. Aber es überrascht Sie vielleicht, dass ich ein Mann der Wissenschaften bin, der Fakten und Vernunft, von Ursache und Wirkung. Und bald schon werden Sie verstehen, dass ich recht habe. Mit allem. So. Müssen wir mal wieder, wer der großen, größenwahnsinnige Psycho ist in dem Spiel ist. Wer denn? Die Frau? Nee, ich dachte jetzt an dich. Die Schnauze. Okay, ich geb's zu, es ist Danik. Was? Das kommt jetzt überraschend. Absolut, ne? Finde ich auch. Oh. Nein, das willst du nicht haben. So, gleich mal. Jetzt auf einmal neben mir.
ist dazu. Ich will auch einlagern. Oh, ein Medipack. Ich glaube, meine reichen. Das war, ist mein Medipack, das habe ich da gerade hingeschmissen. Ja, dann nimmst dir wieder. Oh, Schlüsselkarte, sehr schön. Hast du noch so eine Talkstange da? Da. Sehr schön. Cool, eine weitere Schlüsselkarte. Hm. Ah, Scuff. Okay. Altmetall, ja, Munition nehmen wir mal. Nee, danke, Medipacks brauche ich jetzt wirklich nicht, aber Energiewandler. Schon besser. Dann hat es ja mal fast gelohnt. Lieber mal den Kopf abschießen, wer weiß, was da noch rauskommt. Okay. Aha. Yippie, das nächste Teil. Oh oh. Das hört sich an, als würde da gleich was kommen. Das stimmt auf den, aus dem Lüftungsschacht da rechts. Nehmen wir. Endlich steht was auf. Ich lade mal schnell nach. Warum machst du es kaputt? Jetzt wissen wir nicht, ob da. Hätten wir es gehört. Das hörst du so auch. Ja, wo ist dieser komische Schacht, wo es rein muss? Wir müssen das wieder mit zurücknehmen. Du musst jetzt. Nee, hier müssen mal... wir nicht. Das wird dahin teleportiert. Nee, der war da. Nee, der war da vorne der Schacht. Ja, dann schmeiß einfach rüber über die Laser. Okay. Ach, ist er kaputt. Wird nicht kaputt. Ah! Wie? Du standest gerade im Block. Foxy in der Block. Ja, kriegst du es rein? Willst du dich verarschen? Ich habe noch ein Stück von Rosetta gefunden und schicke es dir jetzt. Welches Stück ist es? Schwierig zu sagen vom Querschnitt her, aber es ist nichts, was ich wiedererkenne. Okay, ich bereite es vor, sobald es hier ist. Borsch. Geben Sie auf, Isaac! Sie kommen da nicht mehr regelmäßig. Oh, hier, da sitzt. Ja, der hier. Wie, der hat nichts verloren. Ja, wie? Wir kommen hier nicht raus und er schickt uns nur drei entgegen. Willst du kein Medikit nehmen? Ah, das passt schon. Weil so viel wie wir hier rumliegen. Ah, haben wir sowas sehen vorhin. Ein Artefakt. Toll. Woher wissen wir denn, dass das überhaupt funktioniert?
Hast du rausgefunden, wie man aus all dem einen Kodex herstellt? Ja, vermutlich haben sie magnetomische forensische Neurologie eingesetzt, die einen in dem Kodex gespeicherten Datenstrom produziert. Als hätten sie die Codes für die Maschine direkt aus ihrem Gehirn geholt. Kommt mir bekannt vor. Zumindest haben sie ja nicht das Auge rausgestochen. Ich hab's verstanden. So, aber jetzt kommen wir in die Mülldeponie rein. Wow. Sind wir cool. Aktivieren. Jo, dann schau ich mal, was ich hier noch so finde. Oh! Ein Transport-Shuttle. Endlich. Hm? Welchen hast du jetzt angezogen? Hä? Welchen Anzug? Archäologie. Okay. Weswegen? Keine Ahnung. Einfach nur so. Gefällt dir. Okay. Na dann. Halbleiter fehlen noch. Nachladen auch auf Max. Wie schaut's hier aus? Okay, da brauchen wir auch einen Energiewandler. Der ist zu, ne? Jo. Okay. Der geht aber eigentlich wieder. Ja, okay, nee, schmal. Schon hier rein. Opa. Ja, da ist nix. Besser. Ah, guck mal. An den Rand, an den Rand! Scheiße. Ah, der da unten müsste er doch. Wandler und Wolfram. Wenig Medipack und nichts. Da, also Altmetall. Da liegt was. Ein Textlog. Halbleiter. Und nochmal Wolfram. Mann, bei mir liegt immer nur Stase und Energie. Medikits.
War schon? Hm, okay. Wow, du blendest mich mit deinen roten Strahlen. Visier, sorry. Yeah.